Alphonse ist in dieser Inszenierung ein Strippenzieher, ein Intrigant, aber er ist auch der Regisseur des Ganzen. Also wir spielen ein Theater im Theater. Er hat sich was überlegt, wie er Cosi fan tutte gerne hätte, gerne machen möchte und versucht, die Schauspieler, die Sänger zu inszenieren. Und er wird erst langsam zu Alfonso. Also er beginnt privat und wächst dann in seine Rolle hinein. Sorgen macht mir das wieder. Wenn sie könnte die Freunde noch mal kennen. Könnte meine Pläne doch kreuzen. In dieser Produktion ist die Despina eigentlich die Regieassistentin, aber auch die Geliebte von Don Alfonso oder von dem Regisseur. Und das ist eigentlich eine heikle Stelle, weil so mit einem Zyniker so verliebt zu sein, ist keine leichte Sache. Und sie versucht auch irgendwie die Fäden zu ziehen, aber das ist ziemlich kompliziert eigentlich, diese zweite Ebene. Also sie ist Mitspielerin, aber auch so private Person, die versucht irgendwie diese Regiearbeit also auf den Beinen zu bringen. Ich glaube, privat, so die Darstellerinnen verstehen sich vielleicht nicht so gut, zumindest so spielen wir das. Also mit unserer Diva Fiordaliti, die alles durch die Gegend wirft und alles Mögliche. Aber dann in dem Stück ist sie quasi die Dienerin von den zwei Mädchen. Und ich glaube, dadurch ist auch ein bisschen Eifersucht entstanden, weil so sie singt zum Beispiel, ja, so, sie dürfen jetzt die Schokolade trinken und ich darf es nur riechen. Ja, so quasi diese so zweite Klasse Gefühl, das sie hat, dass sie irgendwie so immer im Hintergrund stehen muss. Und ich glaube, sie spielt sehr gerne mit den Zweien und mit deren Emotionen. So sind die Männer, schwank um das Essen, auf Wind im Wind. Die sind beständige Treue als sie, Tränen erheuchen sie. Blinke betrügen und ihre Zärtlichkeit alles belegen. Der Alfonso ist auf jeden Fall eher eine diabolische Figur, wobei er nicht eine irreale Mephisto-Figur ist, sondern eine sehr reale Figur. Ein Mensch, ein Mann, der vermutlich mal enttäuscht wurde, der nicht an Treue glaubt, nicht an Beziehungen glaubt und seine besten Freunde auf die Probe stellen will. Also auf jeden Fall ein Zyniker und sicher auch jemand, der gerne zuschaut, ein Voyeur. Das Ende hat doch einen bitteren Geschmack für die Despina, ja, also, weil sie glaubt, dass alles so anders gehen würde, als es tatsächlich passiert ist. Und ich glaube, im Endeffekt ist sie ein bisschen erwachsener geworden. Vielleicht hat sie doch etwas daraus gelernt. Auch, dass die Gefühle echt sind und dass es ist eigentlich kein Spielzeug, womit man so herumspielen kann, ohne Konsequenzen. Alle fielen und lachen und nicht selber lachen. Das Fazit ist eigentlich, dass er recht hatte. Es bleibt jeder eigentlich alleine stehen am Schluss der Inszenierung. Es kommt niemand mit niemandem zusammen. Ich glaube, dass er aus dem Ganzen nichts lernt. Ich glaube, er sieht sich bestätigt, Alfonso als Figur, als Regisseur, muss aber kapitulieren. Da ist ihm das Ganze entglitten, misslungen. Also halt doch Cosi fan tutti. Ja, weil ja auch die Männer ihres abkriegen die am Schluss. Die sind ja auch fertig. Also der Titel ist natürlich nicht sehr fair, aber das Stück ist im nicht. Mozart ist dann wieder fair eigentlich und zeigt genauso, dass die Männer ja auch ihre Probleme haben, damit umzugehen und sich ja also ja auch aufs Glatteis geführt werden irgendwo. Wenn ob's junge sind, alte, ob schöne, ob hässliche, wiederholt es mit mir.